Die erste Spielzeit ist beendet. Seit der Spielsaison 2018-2019 heißt das ehemalige Zimmertheater Tübingen Institut für Theatrale Zukunftsforschung, kurz ITZ. Doch nicht nur der Name hat sich seit Einzug des neuen Intendantenpaars Dieter und Peer Ripperger geändert, auch sonst weht ein neuer Wind in den frisch renovierten Räumen des kleinen Traditionstheaters in Tübingen. Zu Beginn der neuen Spielzeit im Oktober 2018 stellten die Rippergers der Presse ihr zukünftiges Programm und die neue Ausrichtung vor. Uns ist total wichtig, dass sinnbildlich und sprichwörtlich die Theatertür auf ist. Wir möchten, dass Leute ins Theater kommen, die vielleicht bisher sich abgeschreckt fühlen, für die es irgendeine Form von Barriere gibt, die sagen, Theater hat mit meinem Leben nichts zu tun. Ja. Diese Leute sollen dem Theater eine zweite Chance geben, sollen es nochmal probieren. Und deshalb ist uns ganz wichtig, dass das Foyer neu gestaltet ist, dass es einen tollen Theatertresen gibt, ja, mit einer schönen Bar. Ein wichtiges Thema für die Presse und für die Menschen in der Stadt war auch der neue Name. Also das ITZ, das Sie hier hinter mir sehen, ist eine sehr ernst gemeinte inhaltliche und programmatische Setzung. Ich finde, der gesellschaftliche Wind wird rau in letzter Zeit. Die Räume für Künstler werden enger, wenn man Europa betrachtet. Das kann aber auch in Deutschland schneller passieren, als uns lieb ist. Und insofern ist das ITZ, das Institut für Theatrale Zukunftsforschung, auch ein Statement in diese Richtung, zu sagen, Kunst ist frei und wir dürfen uns was trauen und sollten das auch. Der neue Name wurde im Anschluss gegensätzlich diskutiert und auch mit Kritik wurden die Rippergers durchaus konfrontiert. Wer Kunst macht, muss auch Kritik aushalten, das ist, denke ich, normal. Da kommt man nicht drum rum. Und dann wird natürlich auch kontrovers über das diskutiert, was wir machen. Und letztlich sind die Stücke ja aber auch so angelegt, dass kontrovers diskutiert werden kann. Die Themen der zeitgenössischen Stücke treffen dabei oftmals genau den Nerv der Zeit. Wir hatten mehrere Themen, die wir im Spielplan hatten, die just zu dem Zeitpunkt auch irgendwie sehr stark hier gesellschaftlich verhandelt wurden. Das freut mich, das würde ich mir wünschen, dass das wieder klappt. Zum Ende der Spielzeit gab es mit dem Stück Überlebenskunst eine körperlich-klimatische Erforschung von Regisseurin Nicole Schneiderbauer, ebenfalls ein Thema, das an Aktualität wohl kaum zu übertreffen ist, den Klimawandel. Hier scheute sich das ITZ nicht, experimentelle Situationen zu schaffen, und auch das Publikum deutlich mit ins Bühnengeschehen einzubinden. So wurde gerade bei diesem Stück der klassisch bestuhlte Theaterraum aufgelöst, so dass sich die Zuschauer an die verschiedenen Situationen und Ortswechsel während des Stückes anpassen mussten. Ebenso, wie sie es im echten Leben aufgrund von Wetterphänomenen auch machen müssten. Die Ideen und Impulse bekommen die Theaterschaffenden nicht selten von ihren Mittwochssitzungen. Hier sind alle Interessierten eingeladen, um über Themen, die sich meist aus dem Spielplan ergeben, zu diskutieren oder auch mal an öffentlichen Proben teilzunehmen. Alles in allem ist das Intendantenduo sehr zufrieden mit ihrer ersten Spielzeit in Tübingen. Also wir ziehen eine positive Bilanz. Wir sind wahnsinnig froh, hier zu sein und hier Theaterarbeit machen zu können. Wir erleben ein sehr aufgeschlossenes Publikum. Wir erleben ein Publikum, was das Zimmertheater auch für sich erstmals entdeckt. Das heißt, die Leute werden bunter, sie werden zum Teil auch jünger. Und es ist schön zu sehen, dass sich das hier mischt, dass das Zimmertheater zu einem Ort wird, wo sich wirklich die verschiedenen Teile der Gesellschaft, auch aus dem Unikosmos, begegnen. Für die Zukunft wünschen sich die beiden, dass diejenigen, die bisher den Weg ins ITZ Tübingen noch nicht geschafft haben, die neue Spielsaison nutzen, um das ITZ und seine Produktion kennenzulernen.